Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir haben Doc, den ersten des Teams. Und, als nächstes müssen wir Halsband 14 Dean Domino und Halsband 12 Christine finden. Und ich bin eher dafür, dass wir zunächst erstmal eine Frau in unser Team holen. Das klingt doch viel besser. Wo ist Meister? Doc kommt mit. Doc wurde hungrig. Oha. Okay, und wir haben jetzt... Oha. Das funktioniert ja super. Um Gottes Willen. Die sind stark. So, ich mach den. Da haben wir Bärenfallenfaust. Aha. Ist der auch tot? Ich glaube ja. Nochmal auf den Kopf. Oh ja. Nochmal auf den Kopf. Oh ja. Ich mach so wenig Schaden, ne? Jetzt aber. Ich kann nicht schießen, ich habe keine Muni. Kosmisches Messer. Kreuzschlüssel. Ja. Sehr schön. Bärenfallenfaust. Jetzt ist es mir weniger egal, wie es mehr Geld macht, sondern was mehr Schaden macht. 26 und der macht 21 mit fast Heile. Na, okay, das wird besser sein, ne? Ja, 31. Okay, perfekt. Also gehen wir jetzt zum nächsten Gegner. Hallo. Natürlich. Da sind die nächsten. Wir haben Polizeipistolen, Splittergranaten, Wurfmesserspeere. Laserpistolen, ja, okay. Hoffe, die Stimme kommt nicht zurück. Gemein. Jo. Na, ich mach irgendwie so wenig. Kritischer Treffer, guck mal, hast du es gesehen? Wir machen nur so wenig, ne? Wir müssen mit Nahkampf ran. Mit selben Waffen. So. Oh, der Kopf ist weg. So. Schön. Kein kosmisches Wasser weitermachen. Was drin? Aber in der Mülltonne. Ja, natürlich, Doc. Natürlich. Dann wieder eine Blechdose. Nochmal einen Lischkasten. Und einen Automaten. So, wir können uns für 24 können wir uns Muni holen. Eine Arzttasche. Damit können wir Körperteil wieder herstellen. Das ist gegen Hunger. Und so, da haben wir eigentlich genügend. Waffenreparatursatz brauchen wir eigentlich noch nicht. Zigaretten brauchen wir eigentlich auch nicht. Munition wäre das, was wir derzeit so am meisten bräuchten. Schöner Kreis auf Maschine. Ja. So, das ist für die Polizeipistole, ne? Ja. Bleirohr. Leuchtet. Jetzt haben wir den Medical District. Die Lautsprecher der Villa sind in einem üblen Zustand. Wie das Madre. Vorkriegsrott. Sie senden ein Signal aus, das dein Halsband hochgehen lässt. Es gibt beschädigte und abgeschirmte Lautsprecher. Die Beschädigten lassen sich von Weitem zerstören. Aber geh nicht zu nah ran. Ja,
muss man gerade gucken, ein Stimpack, ne? Macht 150, davon die Hälfte 75, 90. Wir haben, okay, damit würden wir unsere Gesundheit fast wieder voll machen, nämlich. Wo? Oh, ach da. So war's, okay. Das ist schon mal gut. Elektroschrott. Oh oh. Hier. Eine Blechdose. Was Schlechtes gefrischt. Oh Gott. Alter, ich mach dem so gar keine Schäden, ne? Aua. Oh mein. Nein, 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 nein. Das können wir uns nicht leisten. Können wir uns quasi nicht mal leisten. Hier lang, ne? So, 11. Okay. Könntest du helfen? Eier. Der Kopf ist weg. Haben wir. Okay. Oh Gott. Ich sehe die Pistole nicht. Ich hoffe, die Stimme kommt nicht zurück. Gemein. Böse. Ich weiß nicht wo. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß wo. Oh Gott. Ja. Überall diese Gefahren, ne? Okay, gehen wir da mal rein. Oh, da ist die Wolke. Oh, ne. Dann machen wir das lieber nicht. Oh Gott. Da ist wieder... einer unserer Freunde. Okay, hier können wir rein. Wir nehmen erstmal prinzipiell alles mit. Okay. Man kann es ja mal gebrauchen. Für Crafting. Ein Schloss beim Schreibtisch. Ich mach's lieber nicht. Should have never left home. Ja. So können wir unsere Rüstung? Negligé. Nee. Dead Money ist reparieren plus 5. Okay, das bringt gar nichts. Dann reparieren wir das Negligé lieber damit. Das wiegt nämlich weniger. Hat jetzt kein Handgelenk-Halsband mehr. Doch trotzdem gut im Licht gesehen werden. Hm? Was? Sie können das nicht während eines Kampfes nutzen? Wir haben hier keinen Kampf. Hungrig. Oh Gott. Ich habe keinen Kampf. Wo denn? Oh. Cram, Fleisch und Bohnen. Also verhungern werden wir, glaube ich, nicht. Oh Gott, wo? Ich weiß noch nicht, wo. Ich habe ein gleiteres, Achso, das ist nur für den Helm. Bitte komm raus. Ich weiß nicht wo. Wo ist das Fest? Nein! Ach komm! Alter, was sollte das denn?
Natürlich ist Doc gestorben, aber es bringt mir nichts, wenn ich auch gestorben bin. Wo ist das Fressen? So. Okay. Den haben wir. Doc hungrig. Bitte komm raus. Naja. Munition. Okay, haben wir. Ist ein erster Hilfekasten. Ich nehme erstmal alles mit. Okay, ich hätte gehofft, dass hier Münzen sind. Klinik. Okay, Klinik-Sicherheitsterminal. Sicherheitshologramm-Status. Kontrolliert im zweiten Stock. Verhalten einstellen. Erdgeschosspatrouille, zweite Stockpatrouille, okay. Hologramm-Sicherheitsprotokolle. Nein, das war falsch. 2-4. Sicherheitsprotokolle, Hologramme machen genau das, was ihr Name sagt. Sie sorgen für Sicherheit. Sie führen diese Aufgabe sehr besser aus als die meisten herkömmlichen Sicherheitswachmänner. Anhang. Aussehen. Sicherheitshologramme wurden mit speziellen Sierra Madre-Protokollen programmiert. Sie sehen nicht nur aus wie das Sierra Madre-Personal, sie reagieren auch genau wie herkömmliche Sicherheitswachmänner auf Bedrohungen und unbefugte Personen. Okay. Protokoll 2-5. Sicherheitshologramme benutzen Sichtfeldsensoren, um ihre Umgebung wahrzunehmen und ihren Weg zu finden. Während neuere Versionen auch über Rundumsicht-Upgrades verfügen, können die Speicherzellen heutiger Hologrammsender nur einen kegelförmigen Bereich nach vorne abdecken. Sie können jedoch bei Bedarf ihre Ausrichtung ändern und ihre Umgebung auf unbefugte Aktivitäten überprüfen. Sicherheitsprotokolle, Protokollsender sollten am besten im Paar gekauft werden, um die ganze Abdeckung abzudecken, denn Unbefugte können die toten Winkel der Hologramme nutzen, um unbefugten Zugang zu bestimmten Bereichen zu erlangen. Oha, das ist bestimmt nützlich für uns. Wenn Sicherheitshologramme unbefugte Gäste oder kriminelle Handlungen entdecken, werden sie gegenüber dem Ziel eine Warnfarbe annehmen. Falls sie denken, dass sie die Farbe irrtümlich anzeigt, entfernen sie sich vom Sichtfeld des Hologramms, bis das Standardprotokoll wieder aufnimmt. Bleibt die Bedrohung bestehen, startet das Hologramm den Angriffsmodus. Wird rot und wird versuchen, das Ziel über Entladungsstrahl zu überwältigen. Hinweis, im Servicevertrag angefordert wurden alle Sierra Madre Sicherheitsprogrammsender von NE mit EBE-System nachgerüstet. Aha. Oft ist es die natürliche Reaktion eines Eindringlings, das Sicherheitshologramm anzugreifen, sei es mit bloßen Händen oder mit Waffen. Zur Freude des Hologrammbesitzers sind all diese Angriffe gegen Sicherheitshologramme nutzlos. Sie können weder verwundet noch beschädigt werden, es sei denn, ihr Sender wird zerstört. Angreifer, die versuchen, den Sender zu finden, werden in der Regel von den Entladungsstrahlen des Hologramms außer Gefecht gesetzt, bevor sie deaktivieren können. Es besteht also kein Grund zur Sorge. Sicherheitsstreife 2-7. Genau wie Sicherheitshologramme können auch Service-Hologramme können auch Sicherheitshologramme nicht ihren Sendebereich verlassen. Sie werden jedoch ihr Ziel bis zur Grenze ihres Sendebereichs verfolgen. Dies ermöglicht es normalerweise, ein Ziel zu überwältigen und sollte kein Hindernis für die Casino-Sicherheit darstellen. Moment, 5-0. Hologrammsender sind robust, können aber trotzdem durch Gewaltanwendung beschädigt oder zerstört werden. Außerdem sind ihre Gehäuse zwar durch stabile Weltraumzeitalter-Legierungen geschützt, ihre Schaltkreise können aber manipuliert werden. Sollte dieser Fall eintreten, konsultieren Sie das Reparaturhandbuch, das den Installationsanweisungen des Hologramms beiliegt. Bitte rufen Sie den Kundenservice an. Sollte dieser Fall eintreten, versuchen Sie nicht, den Sender selbst zu reparieren. Warnung, nähern Sie sich keinem der Sender, der manipuliert worden sein könnte. Sollte es unbedingt nötig sein, tragen Sie bitte reflektierende Wartungskleidung oder eine Metallrüstung für den Fall einer Hologrammfehlfunktion. Stellen Sie sicher, dass Sie aus dem Sichtfeld des Hologramms gelangen können, sollte es zu Problemen gelangen. Empfange eine Sendersignatur. Vorsicht vor den Sicherheitshologrammen. Sie anzugreifen ist zwecklos. Also nicht schießen. Na wunderbar, wo ist denn hier schon wieder ein Pieper? Gottes Willen. Ah, okay. Aktenschrank. Leer. Ein Mentetscode. Sehr schön. Ein Büro, was leicht zu öffnen ist. Okay. Boxbücher, Schreibtisch, eine Kaffeetasse, Wein. So hungrig. Ja, ja. So, Terminals. T
Terminkalender. Sinclair schlug vor, einen autodocs Casino zu verlegen und Hausbesuche zu planen. Sinclair stimmte zu. Was ist in diesem leichten Terminal? Whoever. Okay, allowed. Allowed ist richtig. Irgendwer schreit da unten rum. Terminkalender. Oh Gott. Das ist ja dasselbe. Miss Keys kam heute ohne Sinclair mit Mr. Domino. Er erklärte, sie habe sich eine Halsinfektion zugezogen und fragte, ob der Autodoc helfen könne. Ich fragte, warum sie nicht den Autodoc des Sierra Madre aufsuchte. Er sagte, er wolle Sinclair nicht beunruhigen. Habe ein paar Tests durchgeführt. Miss Keys Stimme ist in Ordnung. Ihr Stimmverlust war aber eher der Apathie geschuldet, die auf übermäßigten Medics Gebrauch zurückzuführen ist. Als ich versuchte, mit ihr darüber zu reden, mischte sich Mr. Domino ein. Ich warte sie davor, dass ein Übermaß des Medikaments zu Koma führen könne. Doch Domino lachte nur. Mir platzte der Kragen und er meinte, sie würde wiederkommen, wenn ich besser aufgelegt wäre. Ich verbrachte diesen Mann. Er verachte. Unangenehmer Besuch. Domino kam vorbei, um sich nach den Testergebnissen in Veras Stimme zu erkunden. Er schien besorgt darüber, dass sie ihre Stimme bei der Gala-Veranstaltung verlieren könnte. Ich sagte ihm, dass wenn es um Miss Keys ginge, sie zu mir kommen solle, weil ich nur ihr persönlich medizinische Informationen geben würde. Ich sagte ihm, dass die Autodocs in der Lage seien, Miss Keys Stimme zu heilen, sollten sie sich Halsinfektionen unterziehen und wir sogar operieren könnten, sollte sie einen Kehlkopfriss erleiden. Er schien mit dieser Information zufrieden, entschuldigte sogar und ließ zum Dank eine Flasche Wein da. Ich sagte ihm, dass ich dies nicht für angemessen hielt, aber er bestand darauf. Ich warf sie weg. Ja, haben wir hier irgendwo gesehen? Die haben wir, glaube ich, eingesammelt. Sogar. Okay. Kaffeekanne, eine Zange. Schrank, ich glaube, wir waren hier schon mal drin. Okay, Sierra Madre Chips. Okay, ganz viel Zeug. Eine Heizplatte, perfekt. Wolkenkuss, TP minus 5, warum sollte ich? Okay, ich kann mir noch nichts so wirklich Wichtiges selbst machen. Geisterblick, ich weiß noch nicht, was das genau bringt. Aber ich stelle es trotzdem mal lieber her. So, eine Arzttasche, ein Schreibtisch mit Klinik-Kellerschlüssel. Oh, yeah, yeah. Ausgabeautomaten-Codes. Codes für die öffentlichen Ausgabeautomaten sind heute eingetroffen. Sinclair hat uns erklärt, wie sie im Notfall verwendet werden sollten. Es sollte möglich sein, Stimpex und andere medizinische Gegenstände von den Maschinen zu erhalten. Sinclair wies darauf hin, dass es möglich ist, je nach Art des medizinischen Notfalls oder des Zustands des Opfers auch andere Gegenstände zu beziehen. Bei den Codes bat er mehrmals darum, dass wir auf jeden Fall eine Sicherungskopie für Maddox bräuchten. Er hatte es sicher dreimal gesagt. Ich glaube nicht, dass er sich darüber bewusst war. Muss der Stress sein. Ich habe eine Sicherungskopie davon auf diesem Terminal erstellt, für alle Fälle. Okay. Wir haben den Maddox-Code. Ein Aktenschrank. Hier sind so viele Sachen drin, die wahrscheinlich alle unnötig sind. Dieser Sender kontrolliert ein Sicherheitshologramm in diesem Gebiet. Sie können den Sender vielleicht abschalten. Schreibtisch. Okay. Bauch knurrt. So viel zu dem Thema, man kann die Dinger nicht abschalten. So, jetzt wollte ich mal gucken. Jetzt könnte ich das Ding ja auf oben einstellen, ne? Nee. Wie sind wir jetzt hier? Wir sind ja eigentlich im EG, glaube ich. Okay, Aktenschränke gucken. Ah, noch ein Aktenschrank. Ja, ja, ganz ruhig. Eine Mülltonne. Mit Sachen, die ich bestimmt mal brauchen werde. Wedex, Kaffeetasse. Alles Sachen, die eigentlich total unnötig sind, aber macht ja nichts. Werkzeugschränke, die leer sind. Mag's hier nicht. Will zurück. Zurück zum Stützpunkt. Mhm. Oder zur Kirche. Vermisse die Kirche. Ja,
Das tut uns leid. Meine Dehydration hat zugenommen. Na toll, dann habe ich jetzt 200 und okay, erstmal das schmutzige Wasser, würde ich sagen. Was haben wir hier? Gasleck. Drei Arbeiter der Puesta del Sol Schaltstation aufgenommen. Sie waren einem unbekannten giftigen Gas aus dem Lüftungssystem ausgesetzt. Es verursachte schwere Lungen- und Gewebeschäden. Einatmung ist nicht das Problem. Es wird über die Haut aufgenommen. Seine Auswirkungen werden analysiert. Das Gas, was auch immer es genau ist, sammelt sich vielleicht in Lüftungsschächten unter der Stadt. Habe die Vorarbeiter gebeten, sich die Quelle anzusehen, bevor Prüfer von der Regierung kommen. Sicherheitsanzüge. Chemie-Schutzanzüge sind heute angetroffen. Sie sind starr und es ist schwer darin zu gehen oder zu reden. Es war schwer, die Schnallen wieder zu öffnen. Ein Arbeiter musste mir heraushelfen. Ich wies die Arbeiter an, die Anzüge beim Arbeiten in der Schaltstation bereitzuhalten und vorsichtig damit umzugehen. Wir haben nur wenige davon. Ich bat Sinclair mehr zu kaufen, als in der Villa ein Gasleck auftrat. Machte Kostenvoranschläge für weitere Lecks, um meine Meinung zu untermauern. Dabei war das gar nicht nötig. Er stimmte den Antrag sofort zu. Dann bat er mich, nach den Arbeitern zu sehen, um sicherzugehen, dass sie okay sind. Okay. Killeranzug. Ach du Scheiße. Nice. Schleichen plus 10. Okay, ich bin überlastet. Ich habe auch ganz viele Sachen, bei die ich nicht brauchen werde. Zum Beispiel Bücher. Bücher und Blechdosen vielleicht. Noch mehr Bücher, wenn es Vorkriegsbücher sind. Toaster, da behalte ich mal lieber einen von. Ich glaube, die Tassen brauche ich auch nicht. Stromleiter behalte ich mal lieber. Staubsauger nehme ich einen mit. Sergeant Ted, die Sensormodule sind nicht so schwer. Roter Teller wird wahrscheinlich nicht so wichtig sein. Okay, Ledergürtel, Lackierpistolen. Noch mehr Bücher. Kaffeetassen. Behalte ich mal den kleinsten Teil nur. Okay. Messerspeer. Okay. Haben wir. Leute, hat jetzt kein Handgelenk-Halsband mehr. Doc trotzdem gut im Nicht gesehen. Okay, Elektroschrott ist immer gut. Junkfood. Chips, leere Zellen. Gefäß mit Rückständen. So hungrig. Eine Zange. Leiche durchsuchen, Elektroschrott. Okay, Altmetall, Aschenbecher, Blechdosen. Hier, davon brauchen wir auch, glaube ich, nicht so viele. Munition, Hilfsmittel. Den ganzen Whisky und so, ne? Brauche ich auch alles größtenteils wahrscheinlich nicht. Ja, drei von jedem Alkohol dürften doch reichen. Drei von jedem Alkohol, von dem ich drei habe. Ist das hier richtig? Ein Sensormodul. Mag's hier nicht. Will zurück. Zurück zum Stützpunkt. Diese verfluchten Lautsprecher am Ende des Saals. Das rote Licht heißt, sie sind geschützt. Aber irgendwo muss man sie ausschalten können. Ja. Ein Autodock. Alle verkoppelten Herr. Tadaien. Haben wir. Und Adrenalin injizieren. So hungrig. Ja, ja. Was ist da drin? Die Chips. Kinderkleber.
Also, Gottes Willen, haben die viele Auto-Dinger hier. Wow, 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 wow. Ach nee, die waren heile, ne? Ach, verdammt. Erschöpfung. Whiskys Schlaflosigkeit hat sich verschlimmert. Also haben wir neue Autodock-Upgrades bestellt. Muss Sinclair ein Vermögen gekostet haben. Die neuen Programme für die Autodocks lindern die Erschöpfungssymptome. Hab mit den Arbeitern über Nebeneffekte und Gefahren der Langzeitnutzung geredet. Wollte sicher gehen, dass sie damit keine Doppelschichten zu machen. Sinclair fragte, ob diese Codes auf die öffentlichen Ausgabeautomaten geladen werden könnten. Leider sind die Codes nicht kompatibel. Er sagte, er wolle sich darum kümmern. Schätze, seine Kontaktpersonen bei Big Mountain werden demnächst einen Anruf bekommen. So hungrig. Okay. Aktenschrank. Noch mehr Aktenschrank. Okay. Ich weiß nicht, wo ich es ausschalten kann. Ich werde sterben. So, nochmal. Okay. Ist das hier direkt? Nee, auch nicht. Ich verstehe nicht. Warte mal. Gehen Sie in den Keller der Klinik und schalten Sie den Strom der abgeschirmten. Ach so. Ich bin hier einfach falsch. Medical District. Das ist noch ein Badezimmer. Ohne irgendwas. Da ist ein Koffer, Danes Geheimversteck. Ah, Patronen, Energiezellen, Haarklammern, kosmisches Messer, Right Away Stimpack. Sehr schön, danke, Dan. Okay. Ja, hier geht's hoch. Wie komme ich denn runter? Ein Stimpack. Und ein Stimpack-Code. Perfekt. Trotzdem weiß ich nicht, wie ich hier runterkomme. Immer Doc anschreien. Anschreien, weil Doc hungrig. Kann nicht aufhören. Brauche immer mehr. Lokale Karte. Irgendwie geht's da in den Klinikkeller. Oh. Na gut. Magengrollt. Klebeband, Abraxo-Putzmittel. Werkzeugkasten, Elektroschrott. Noch mehr Klebeband. Washingtoner Zeitschrift für innere Medizin. Medizin um 3 erhöht. Ist das nicht schon auf voll? So eine Werkbank. Ach du Scheiße. Stimpack zur Autoinjektion. Automatische Verwendung bei 50%. Okay, nee. Reparatursätze. Können wir herstellen. So. Ein kosmisches Messer, das sauber ist. Können wir auch 2 herstellen. Okay. Munition, die besser ist. Die anderen Sachen habe ich leider alle nicht. Ein Stimpack dafür, fehlen mir die Brockblumen und so. So hungrig. In meinem Inventar geht es zumindest schon mal besser. So, Klinik-Energiestatus. Energiestatus der Klinik. Energiestatus, Hauptsystem, Nebensystem, alles da. Hauptenergie. Abschalten. Finden Sie Christine im Autodock-Flügel.
Das dürften wir doch jetzt hinkriegen, oder? Es piept nicht. Sehr schön. Ist sie da drin? Hallo. Ich bin Doc. Bauch. Die Frau vor Ihnen wirkt jetzt desorientiert und wie unter Schmerzen. Sie blinzelt und da zuckt sie zusammen. Okay. Ist alles okay? Sie schaut sie an, blinzelt wieder und öffnet den Mund, aber bleibt stumm. Sie berührt ihre Kehle und fährt dann mit dem Finger die Narbe unter dem Kinn. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sie wirkt erschüttert. Als sie den Autodoc anschaut, weicht sie zurück und wieder öffnet sie ihren Mund, wieder ohne Laut. Sie schaut sie wieder an und ihre Hände ballen sich zu Fäusten. Sie kneift die Augen zusammen, tritt einen Schritt zurück und mustert sie genau. Das ist nicht, wonach es aussieht. Nein, was ist los? Die Frau öffnet den Mund, wirkt zusammen und zieht langsam einen Finger über ihre Kehle. Sie wirkt nun eher wütend, als verfinstert sich weiter. Also in ihrer Miene verfinstert sich weiter. Ihre Augen werden zu Schlitzen, als sie bis zum Schloss mit der Hand am Halsband entlang fährt. Sie beginnt darauf, nein, tut es nicht. Sie sieht überraschend aus. Dann bemerkt sie ihr Halsband und hebt eine Augenbraue. Sagen wir, wir stecken beide mit drin. Sie runzelt die Stirn, kneift die Augen zusammen und schüttelt langsam den Kopf. Was meinen Sie damit? Sie schüttelt wieder den Kopf und zieht in der Luft eine Verbindungslinie zwischen ihnen beiden. Gemeinsam können wir es hier rausschaffen. Sie schüttelt wieder den Kopf. Einmal, dann verschränkt sie die Arme. Ich will Ihnen nicht sagen, was Sie zu tun haben, aber Ihr Leben hängt an meinem. Sie runzelt die Stirn, schaut das Halsband und dann sie an. Sie bildet mit den Händen einen Kreis, legt eine Hand über ihre Augen und blinzelt. Sie nickt ihn zu, lässt die Hände sinken und schüttelt den Kopf. Sie zieht langsam eine Verbindungslinie zwischen den beiden. Sie suchen nach etwas anderem. Schön, ich kann Ihnen helfen. Sie betrachtet sie wieder und ihr Gesichtsausdruck wird freundlicher. Langsam schüttelt sie den Kopf und seufzt lautlos. Sie nickt ihn zu, dann hebt sie eine Augenbraue und nickt in Richtung der Tür. Also gut, kommen Sie mit. Christine schaut ihren Gefolgsmann an, schüttelt den Kopf, dann zeigt sie auf sich selbst und sie, ehe sie wieder in Richtung des Brunnens nickt. Okay. Und wir haben zwei Leute. Sie ist die Stumme von uns. Christine hält inne, betrachtet Stirnrunzeln den Lautsprecher und dann ihr Halsband. Es ist ein verfallener Lautsprecher. Wenn wir uns zu lange in der Nähe von so einem aufhalten, wird er explodieren. Sie tippt auf das Halsband und dann die Hand schnell zu öffnen und zu schließen. Sie zeigt auf ihren Pip-Boy, ihr Halsband und dann auf ihr Halsband. Danach öffnet und schließt sie die Hand langsamer. Okay, Wissenschaft 60. Sie können die Frequenz, über die Lautsprecher aktiviert werden, irgendwie stören? Erfolg. Sie will nicken, dann hält dann aber inne, zeigt auf sich selbst und schüttelt den Kopf. Sie zeigt auf ihr Halsband, dann ihr eigenes und nickt zu ihrem Pip-Boy. Sie deutet ein Dreieck an, ehe sie langsam die Augenbraue hebt. Funktioniert das mit jedem weiteren Halsband? Sie runzelt die Stirn, schüttelt langsam den Kopf. Sie öffnet den Mund und deutet an, etwas einzustellen und zeigt dann auf sich selbst. Es ist nur ihre Frequenz. Sie nickt einmal und dann noch einmal, zeigt auf sie beide und schließlich den Pip-Boy. Aber nur zwischen uns. Okay. Sie nickt und deutet an, dass sie weitermachen können. Was muss ich denn tun? Also ich muss die Domäne finden. Wo rennst du hin? Oh, und da sind wir wieder. Draußen. Geld? Nö. Oh Gott, da sind ganz viele Gegner. Dog wurde hungrig. Oh oh. Wow! Hilfe.
Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ganz schlecht sogar eher. Trefferchance gleich 0? Was denn? Los! Ich störe direkt davor. Oh, okay. Hilfe! Okay, der ist tot. Ah, okay, 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 okay. Die Messerspeere sind Nahkampfwaffen. Und ich bin sehr kaputt. 90 war das, ne? 280. Wow! Oh shit! Oh Gott, und drauf, 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 drauf. Ist er tot? Ich hoffe es. Wir haben sehr viele Wurfmesserspeere tatsächlich. Junkfood. Wow, noch einer. Was soll das? So. Wir hätten echt Nahkampfwaffen mal spielen sollen. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Oh Gott. Oh Gott, er ist tot. Ja, da freut er sich, ne? Dog wird satt. Ach, der kann die Leichen essen. Jetzt hoffe, die Stimme kommt nicht zurück. Gemein. Böse. Ja. Hallo. Wir müssten mal unsere 22 Wurfmesserspeere werfen. Hallo? Hallo? Nee. Auf den Kopf. Na. Alle hopp. Und alle hopp. Und alle hopp. Die sind halt sehr ineffektiv, wie ich merke. Ist tot, okay. Gut. Also, je nachdem. Ach, wir können mal die Folge beenden. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.